Mit der Absetzung des Westkaisers Romulus Augustulus 476 war das Papsttum in einer völlig neuen Situation. De jure standen allerdings Rom und Italien unter der Herrschaft des Kaisers in Konstantinopel. Allerdings mussten sich die Päpste mit den eigentlichen Landesherren zuerst den Ostgoten und dann den Langobarden arrangieren. Für das Papsttum bedeutete die Herrschaft Theoderichs keine Bedrohung, denn der Arianer war tolerant gegenüber der römischen Kirche. Allerdings verbot das arianische Glaubensbekenntnis eine Einmischung in die katholische Kirche. So konnte sich das Papsttum frei entfalten. Theoderich nahm ohne Aufforderung keinen Einfluss auf Synoden oder gar Papstwahlen. Gerade in dieser Situation konnte sich dann die Zwei-Gewalten-Lehre entwickeln. Papst Gelasius I. sprach von zwei obersten Gewalten, von denen die Welt regiert wird. Die geheiligte Autorität, Auctoritas der Bischöfle, und die kaiserliche Gewalt, Potestas. Gerade im Hochmittelalter wird das wieder problematisiert. Gelasius ging es allerdings noch nicht um eine Oberherrschaft des Papstes über den Kaiser, sondern nur um eine Trennung der Kompetenzen. Der Papst sollte unmissverständlich die Oberhoheit in Glaubens- und Kirchenfragen haben. Gelasius räumt allerdings einen Vorrang ein, denn der Papst müsse im jüngsten Gericht für alle Rechenschaft ablegen, auch für den Kaiser. Nur einmal griff Theoderich regulierend ein. 498 kam es zu einer Doppelwahl in Rom, dem sogenannten Laurentinischen Schisma. Symmachus wurde in der Lateranbasilika und Laurentius in Santa Maria Maggiore gewählt. Mit ihnen wurden zwei verschiedene politische Richtungen gewählt. Laurentius war ein Mann des Ausgleichs, Symmachus wollte die kompromisslose Durchsetzung des päpstlichen Primats, auch gegenüber dem Kaiser. Theoderich sollte nun auf Bitten beider entscheiden. Eigentlich wäre das eine kaiserliche Angelegenheit gewesen. Theoderich entschied sich für Symmachus und ließ die Entscheidung groß, geradezu mit kaiserlichem Prunk feiern. Laurentius hingegen akzeptierte seine Niederlage nicht. Theoderich entzog sich nun, die Bischöfe sollten entscheiden und kamen zu einem folgenschweren Entschluss. Sie dürfen keinen höheren richten und der Papst darf keinem weltlichen Gericht unterstellt werden. Nur Gott wird dereinst über die Päpste richten. Der Rechtsgrundsatz prima sedes animine judicatur wird ein Rechtsgrundsatz des mittelalterlichen Kirchenrechts. Genau das wurde 800 in Rom vor der Kaiserkrönung wieder aufgegriffen.